3, 2, 1. Ich war schon wieder zu spät. Das macht nichts. Wir machen ja keine Band. So. Haben wir festgestellt, dass wir nicht fähig wären, eine Band zu machen. Weil wir nicht im Takt sind, wie ein Schlagzeuger und ein Bassist. Das sagte Jesse ja. Was hat drei Beine und ein Arschloch oben drauf? Ein Bassist. Drei Beine und ein Arschloch, verstehe ich nicht. Ein Bassist. Richtig dumm, das war unsere erste, das war in der ersten Folge. Ja, da, good old times, das genau. Ist so lange her. Leute, wir haben wieder einen Gast heute und ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben niemand anderen als Bengt Jeschke da. Hi. Bengt Jeschke. Applaus. Ein Applaus. So, von mir kriegst du auch noch einen. Geil, richtig, es waren schon zwei. Applaus. Ja, ja, ich freue mich richtig, dass du hier bist. Sehr schöne Sache und ich habe ganz, ganz viele. Ich hab tatsächlich das Internet ein bisschen durchsucht. Ach du Scheiße. Und bevor, ich weiß, du willst gleich schon was sagen. Aber ich habe eine Eingangsfrage an dich. Okay. Ich möchte, dass du sie mir ganz ehrlich beantwortest. Okay. Weil das Internet hat mir ein paar Dinge zugespielt. Und ich würde gerne wissen, mit wem würdest du lieber in der Badewanne sitzen? Mit Pi oder mit Dua Lipa? Oh, das ist eine... Also mit Pi saß ich ja schon in der Badewanne. Ah, okay. Da bleibt dann ja nur... Pi. Das heißt, die Experience war so gut und so schön, dass du das gerne wiederholen möchtest. Ich möchte auch betonen, dass wir dabei wirklich nackt waren. Ne? Also ich weiß, ich habe das alles auch nachgeforscht. So, das ist, wir waren dabei wirklich, wirklich in der Badewanne. Also wirklich wie die Vierjährigen. Oder keine Ahnung, das geht jetzt schon ganz falsch los. Nee, das geht genau richtig los. So. Erzähl weiter. Ich muss an die Jerks-Folge gerade denken. Ich wollte sagen, wie die Kleinkinder so ne, ganz beim in der Badewanne spielen, Mann. Verspielt, unschuldig. Nein, aber wir waren tatsächlich nackt einfach. Okay, schön. Hardcore-nackt. Hardcore-nackt. Ja, um da ein bisschen Kontext reinzubringen. Wo war das nochmal? Das war in der Ukraine. Stimmt. 2019 war das, und um da Kontext reinzubringen. Bengt und ich kennen uns seit 10 Jahren tatsächlich. Ja. Ein Großteil davon, den verbringen wir auch zusammen, haben wir zusammen verbracht, auf Tour. So. Denn für alle, die es nicht wissen, Bengt ist der Tonmann meiner Band, um nur eine Sache zu nennen, die Bengt so macht. Daher kennen wir uns, und auf Tour entstehen dann natürlich auch so eine Momente, dass man nackt zusammen in der Badewanne sitzt. Ja, das unalkoholisiert möchte ich dazu betonen. Unalkoholisiert nach der Sauna. Mhm. Und wir haben auch da über Dinge geredet. Ich weiß, also es war auch on camera tatsächlich, aber nicht für Nebenverdienst, sondern tatsächlich auch einfach nur für... für Nebenverdienst. Sondern tatsächlich, um auch über Dinge zu reden. Inhalt. Aber das ist so lange, genau, ich würde sagen Inhalt. Ich würde behaupten Inhalt. Aber das ist so lange her und seitdem ist viel passiert. Und ich glaube, und das ist ja das Interessante, wir kennen uns lang, Bengt, aber du, Jesse, ihr kennt euch ja gar nicht so lange. Ihr habt euch das erste Mal in München kennengelernt auf einer Lord of the Lost Show. Ja. Ja, und seitdem bin ich großer Fan von dir. Echt? Weil, pass mal auf. Du hattest von dieser ganzen Crew, sage ich jetzt mal, inklusive Band, hattest du die geilsten Moves drauf. Ich hatte die geilsten Moves. Du hattest die geilsten Moves drauf. Ich stand oben neben dir, du warst da am Mischen und ich habe dich... Backstage-Halle, ne? Glaube ich, wo man da oben auf dem Steg mischen muss, wenn es ausverkauft ist, ja. Und dann stand ich da neben dir und habe immer mal so ein bisschen nach links geschaut. Und ich muss sagen, du hast Moves drauf wie ein junger Harry Styles hier. Also ohne noch Scheiß, jünger. Wer ist das? Noch jünger. Noch, wer das ist? Ich bin alt. Das ist ein junger Mann, der sich sehr schön bewegen kann. Nein, ich kenne natürlich Harry Styles. Aber ja, nee, danke. Aber ich glaube, ich war da mit dem Sound ganz happy, so wie es so war. Und wenn man das dann fühlt und wenn das dann so Bock bringt, dann... bewegt man sich halt dazu. Ja. Und ich glaube, dann mischt man auch besser. Also, ne, ich mach ja die ganze Zeit da mit den Fadern so lauter, leiser und so weiter. Mhm. Und irgendwie Chris' Stimme, ne, so gucken so, wann darf die so ein bisschen leiser sein, wann muss sie lauter sein. Und das Gleiche mit allen Instrumenten. Und ich glaube, wenn man so voll in the zone ist und das auch so, eigentlich quasi wie ein Konzertteilnehmer, ein Besucher, da auch hört und das Spaß bringt, dann ist, glaube ich, ganz geil. Ja.
Und das überträgt sich hoffentlich auf die Leute. Keine Ahnung, ob es so ist. Vielleicht sagen auch alle so, Gott, die letzten Jahre war der Sound bei Lottl so scheiße. Ich habe dich beobachtet und hatte eine ziemlich gute Zeit. Also, so, das du ist hast das Wichtigste, dass die Leute mich beobachten, wenn so. Sie auf ein Lord of the Lost Konzert kommen. Ja, auf der Bühne ist ja immer dasselbe, ne? Oh! Ja, stimmt schon. So, oder? Also, Ansagen sind alle gleich. Die Ansagen bei Lord of the Lost sind alle geskriptet, falls ihr es nicht wusstet. Ja, das stimmt. Choreo. Auch das, ja. auch erlebt, was ich hier sage, ist auch geskriptet. Ja. Ja. Hammer. Alles erlebt Hammer. Bei euch Krass. Hier. Auf dem Backen ja. habe ich dir zum ersten Mal eine Choreo gesehen. Eine Choreo? Ja, von dir und Klaas. Habe ich davor nie mitgeschnitten. Ihr habt irgendeinen Song, wo ihr gemeinsam... Ach, bei La Bomba. Ich bin ja noch nicht so lange Fan. Weiß nicht, ich bin Fan. Ja, sicher würde ich Fan. Ja. Hammerpeinlich. Mhm. Hammerpeinlich. Genau, und also ja... Finde ich schön. Ich würde ja ganz gerne überhaupt mal die Möglichkeit haben, Bengt wirklich bei einer Show auch zu sehen. Aber ich sehe ihn immer so schlecht eigentlich. Also im Backstage hatte man die Möglichkeit, ihn zu sehen, weil es eben oben war. Man konnte ihn sehen. Ist das so? Hat man, ja. Ja, schon. Ist ja manchmal auch eine Frage des Lichts so, ne? Also Frage des Lichts, des Nebels, Gegenlicht. Gegenlicht. Aber da konnte ich dich sehen. Aber ich sehe dich oft sehr selten am Abend. Schade. Ja, finde ich auch. Ich rufe dann manchmal nach Bengt. Ja, ich krieg das schon mit. Meistens. Kommt auf die Situation an. Ja. Wann du rufst. Ja, das stimmt. Okay, das bedeutet, also ich merke schon, ihr zwei habt sehr viel Zeit auf Tour verbracht. Und ja, haben wir tatsächlich, ja. Genau. Und da würde mich interessieren, also du bist seit 2014 quasi in der Crew von Lord of the Lost mit dabei. Und ich bin mir auch sicher, dass da sehr innige Beziehungen entstehen. Ich meine, wir haben ja schon, wir haben am Anfang direkt gehört, dass ihr gern gemeinsam badet. Und haben das bis jetzt erst einmal gemacht, aber wir machen es sehr gerne, ja. So, und da entstehen ja dolle Freundschaften, innige Beziehungen und du bist ja wirklich sehr doll und sehr kompakt zusammen. Also meistens über Monate hinweg und man travelt in einem Nightliner zusammen. Man ist im Grunde genommen von morgens bis abends verbringt man Zeit miteinander. Ja. So, was mich jetzt interessieren würde, jeder Mensch hat ja irgendwann mal, ich meine, bin ich mir sicher, dass du mir das, also von dir weiß ich das, dass du das definitiv hast, dass man dieses innere Bedürfnis irgendwann mal hat, einmal kurz alleine zu sein. Was ja primär nichts mit den Leuten, mit denen man travelt, zu tun hat. Genau. Sondern es schnürt sich ein bisschen was zusammen und man denkt sich, oh, ich brauche einmal kurz Luft zum Atmen. Wie gehst du damit um, wenn du 6 Monate am Stück dieselben Nasen da neben dir hast oder auch in der Badewanne? Oder hast du da irgendwie einen Weg, sag ich mal, nicht durchzudrehen irgendwann mal auf eine Art? Ich überlege gerade wirklich, ob ich das jemals auf Tour hatte, dass ich so dachte, für den Moment irgendwo, wenn wir irgendwo waren, vielleicht war das so ein Off-Day, wo man dachte, okay, ich muss jetzt mal alleine irgendwas machen oder mal raus oder weg von den Leuten. Das hatte ich, glaube ich, noch nie, muss ich sagen. Okay. Also, dass man so einen Lagerkoller hat, so genau. Dieses so von wegen so, oh, ich nerv mich alle und ich muss jetzt hier 2 Stunden alleine durch diese Stadt oder hier irgendwie alleine spazieren gehen oder so. Das hatte ich irgendwie nie, muss ich sagen. Interessant. Deswegen kann ich deine Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie man... Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber mir war es nie so krass, dass ich dachte, und klar, man freut sich auch, wenn man zu Hause ist und dann seine Ruhe hat und für sich sein kann und so. Aber auf Tour, dass man sich da so richtig ausklingt, sag ich mal, das hatte ich tatsächlich nicht. Weil okay. dann ist man dann irgendwo... Sitzt man mal eine halbe Stunde irgendwo, wenn es geht, allein im Bus rum oder so. Okay, ja. Aber ihr seid ja generell so ein Konstrukt als Travel-Party, würde ich jetzt mal sagen, dass ihr generell euch ein bisschen Space lässt. Also ihr seid jetzt ja auch nicht die Partymäuse, die von morgens bis abends irgendwie zusammensitzen und saufen und bis nachts und dann gleich morgens wieder. Und wir sind jetzt ja schon, Pi ist fast 30, ich bin Anfang 30 und wir sind halt alt. Entschuldigung. Heutzutage ist es alt. Du bist 21, alles gut. Bei dir geht das Leben erst los. Ja. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich so einen blöden Witz gemacht habe. Was? Das ist kein Witz. Bitte. Das Hyaluron kann noch warten. Nein, ich wollte
Ich wollte sagen, dass das mittlerweile ist es ruhiger geworden. Das war immer mal ein bisschen wilder auch noch. Man lernt ja dazu, oder? Also irgendwann mal kannst du da ja auch nicht jeden Tag die Partymaus spielen. Und irgendwas leidet drunter, ne? Also ich habe es nie so doll gemacht, aber das war früher mal so grundsätzlich so von der Grundstimmung im Tourbus mal ein bisschen wilder, ein bisschen versoffener, sag ich mal. Mhm. So ganz doof. Aber das ist, also gerade die letzte Tour hier, auch die Homecoming-Tour und so, wir haben, was sehr angenehm war, auch immer nie wirklich Mucke gehört noch im Bus, wenn wir so weitergefahren sind, so Konzert fertig. Ja, und dann im Bus dann noch nicht mal mehr so gesagt, ja, jetzt machen wir hier Party und... Ja, Werner geschaut in Ruhe. Genau, wir haben Werner geschaut. Sehr gut. Ja, ne? Oder das kleine Arschloch oder so. Ja, ich habe gehört, du bist Fan. Schon. Da kommen wir, willst du noch weiter? Das ist tatsächlich also so ruhig geworden, dass man teilweise dann einfach nur im Bus sitzt und schnackt. So. Ja. Und gerade für meinen Job ist das dann sehr, sehr angenehm, weil ich höre ja ein lautes Konzert, so wie die Konzertbesucher da irgendwie und wie die Fans. Und wenn es dann noch laute Mucke im Bus gibt, das entspannt einen nicht so. Und dann ist es geiler, wenn man einfach nur klönt. Ja, ich muss sagen, klönschnack. Ja. So, Norddeutsch. Nee. Klönschnack. Ich bin überhaupt nicht Norddeutsch. So, wo kommst du denn her? Aus Schleswig-Holstein. Okay. Also doch, ich bin total Norddeutsch. Ja. Darf ich, bevor du etwas fragst, hab noch eine Sache, die mich interessiert. Ja, so, aber nur eine. Eine Sache hast du direkt frei zu dem Thema. Was? Okay, dann du darfst als erstes. Geil. Ich muss sagen, also Beobachtung, nicht nur, vielleicht nicht nur, weil wir, kann auch sein, dass wir älter werden. Aber ich habe das Gefühl, je länger und je öfter und je länger man auf Tour fährt, desto öfter bleibt auch eben die Boombox, wir nennen sie die Boombox oder die Bumskiste. Die bleibt halt aus, weil, weiß nicht, diese Beschallung tagtäglich, einerseits durch Musik, durch Leute, das meine ich jetzt ganz wertungsfrei, ob das jetzt die eigenen aus der Crew sind oder eben Fans, KonzertbesucherInnen, das bleibt halt, da bleibt die Boombox aus, weil es immer mehr wird und man immer mehr Trubel und dadurch, dass man, also für mich ist das so, dass man am Tag auch gar nicht so viel Zeit hat, zu reden und die Off-Days vielleicht auch dafür nutzt, dass man irgendwie eigene Pläne schmiedet, was man so machen will, hat man eigentlich nur nach den Konzerten die Momente, auch mal um zu schnacken. Das stimmt. Und die sind ja auch ziemlich wertvoll, gerade wenn man sich eigentlich die ganze Zeit sieht, aber eigentlich dann auch nur über Business redet und, keine Ahnung, Soundcheck-Zeiten. Da bleibt ja auch oft so ein bisschen was auf der Strecke. Finde ich, was man dann, keine Ahnung, nachts um eins dann auch mal die Möglichkeit hat, überhaupt anzusprechen. Und ich finde, ich genieße die Momente sehr, wenn man dann tatsächlich nachts im Bus auch mal ausschweifen kann und reden kann und Spezi trinken kann. So. Denn kurze Randnotiz, Lieblingsgetränk heute, gute Spezi. Eine Spezi, ja. So muss das sein. Gute Spezi, das ist dein Favorite. Gibt es aber gar nicht auf Tour, ne? Du meinst jetzt so richtig so auf dem Catering Rider? Haben wir gar nicht auf dem Catering Rider bestellt, ja, weil ich bin ja erwachsen. Man sieht es mir nicht an, aber ich kann dann auch mal drauf verzichten. So. Oh. Oder trink dann halt eine Cola oder eine Mate. Und eine Fanta und mixt es dir selber. Oder so, darauf bin ich tatsächlich, das mache ich tatsächlich nicht, muss ich echt sagen. Okay. Obwohl ich diese typische, sag ich mal, jetzt kommt der Connoisseur, passt auf, diese typische Restaurant-Spezi, wo ihr richtig schmeckt, das ist Cola und Fanta zusammengemischt. Das schmeckt man. Also ich schmeck das, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich schmeck sowas sofort. Okay. So. Aber ich mache das auf Tour. Mixe ich mir das nicht selber zusammen, weil ich scheinbar ein bisschen doof bin. Naja, aber du bist, ich würde sagen, dieses Connoisseur-Ding ist ja schon. Immer wenn du was trinkst, also ist es immer etwas Limo oder ganz oft etwas Limo-artiges. Auf eine andere Art und Weise. Schon, total. Bis hin zu irgendwelchen Mio-Sachen. Willst du eine Physalis? Syphilis. Darf ich dir ein bisschen Syphilis an? Da greife ich doch sofort zu. Mm, das ist lecker. Ein Topf voller Syphilis. Mm. Die waren aber auch mal besser, oder?
Die Quali lässt nach. Vielleicht aus England. Vielleicht, weil sie hier schon 3 Monate stehen. Also schmecken sie zumindest, aber es ist kein Angriff. Es ist kein Angriff. Okay, das heißt, du bist kulinarisch auch gut bewandert, ja. Wenn du das alles so rausschmecken kannst hier. Du meinst die Syphilis oder die Spezi? Beides. Ach so. Ach nee, das ist, glaube ich, wie Leute, die viel und verschiedene Biere trinken. Liebe Grüße an Nick. Grüße gehen raus. Dann hat man doch irgendwann einfach, das ist so normal, da hast du immer so einen Geschmack und sagst, guck mal, das ist irgendwie, das schmeckt vollmundig oder das schmeckt dünn oder plürrig oder keine Ahnung, herb, süß, keine Ahnung. Das geht auch mit Spezi, tatsächlich. Ja. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Ja. Okay. Ich will mal wieder auf was Ernstes zurück, so ein bisschen. Spezi ist eine ernste Sache. Okay, I'm sorry. Nein, was heißt was Ernstes? Mich würde interessieren, weil ich ja nun mal, also meine Zeit, als ich auf Tour war, ist schon sehr lange vorbei und das kann man du auch warst mit mal euch. Auf Tour? Ich war mal auf Tour, aber das kann man mit euch nicht vergleichen. Das war eine ganz kleine Punkband. Und wir waren halt echt? Unterwegs. Ja, sicher. Was hast du gemacht? Gitarre gespielt. Echt jetzt? Crazy. Ja. Wie Punk wart ihr? Arschpunk, also richtig Punk. Arschpunk, also wir waren mehr Punkrock als alle Punkrock-Bands, die es gerade gibt. So. Heftig. Mhm. No Front. Wie hieß ihr? I Saw Daylight. Die Band gibt's noch. Die Band gibt's noch. Und die ist, aber okay. Gar kein Punk. Das ist, ich laber auch, ne? Das ist eher so Melodic Hardcore. Die Attitude war Punk. Ich will auch, dass bei meiner Band Scarlet Dawn, dass wir immer so ein bisschen, so. Bisschen mehr Punk noch sind. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der einzige Punkrocker bei uns. Ja. Warum hast du das Gefühl? Weil ich da einfach Lust drauf habe. Genau auf Lust dieses Thema. Auf ein bisschen Chaos, glaube ich. Aha, okay. Genau auf dieses Thema wollte ich nämlich hinaus. Und zwar, du bist ja Gitarrist einer Band, Scarlet Dawn, und möchte dich hier nicht reduzieren auf den Mischer von Lord of the Lost. Das wollte ich auch nicht. Ich habe ja gesagt, eine von vielen Dingen, die Bank tut. So, du bist Spezialist. Spezialist, und spielst Gitarre. Richtig. Und mich würde interessieren, du hast ja jetzt sozusagen den direkten Vergleich von Tourleben zu Tourleben. Ändert sich das bei dir, die Attitude, weil du gerade von Punkrock auch sprichst, wenn du jetzt professionell mischen und dancen musst hinter dem Mischpult ja. Oder quasi auf der Bühne stehst und das machst, was du, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, dass du Mischen nicht gerne machst, um Gottes Willen, nee, ich weiß, aber es ist natürlich ein bisschen freier, wenn du auf der Bühne stehst und jemand kommt und bringt dir die gestimmte Gitarre, ja, oder jemand mischt deinen Sound ab, so. Hast du da andere Tour-Habits? Also bist du ein bisschen mehr Punkrock bei Scarlet Dawn auf Tour und bist ein bisschen strukturierter und disziplinierter, wenn du mit Lottl auf Tour bist? Oder ist das völlig irrelevant, was ich hier gerade behaupte? Nee, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin immer gleich gut strukturiert. Mhm. Und ich meine, man muss ja trotzdem da den Tag organisieren, auch wenn man mit der eigenen Band unterwegs ist, auch wenn man dann selber Musik macht. Aber man muss ja immer noch Hallo sagen, hi, wo ist unser Dressing Room und wann haben wir Soundcheck und lass mal alle zeitig da. Also der Typ bleibt ja, also ich bleib ja der gleiche. Ja. So, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sag so, ja lol, ey, voll geil, kümmert ihr euch mal also zu meinen anderen Band-Dudes und Dudettes, dass ich dann sag so, ey, ihr kümmert euch und ich lieg jetzt hier besoffen in der Ecke, weil ich feier mich und Punkrock so hart und vor allem mich so hart. Das ist natürlich nicht der Fall. Eigentlich bleibt es quasi gleich, aber so der Payoff eines Konzertes ist natürlich ein das was man gewinnt durch ein Konzert, das ist natürlich, wenn man selber Musik macht, das ist natürlich, macht mehr Spaß einfach. Und das Mischen bei Lottl macht auch Spaß, aber das ist mehr ein Job. Also bin ich wirklich auf, da bin ich auf Montage. So ne? Ja. Aber mit Scarlet Dawn zu touren und da selber Mucker zu sein, Pi kennt das und so und du ja irgendwie auch, wenn man auf der Bühne steht und so und dann
applaudieren da manchmal Leute. das ist schon cool. Ja. So, das ist so emotional, ist das einfach ein ganz anderes Feedback. Genau, also es ist dadurch, dass es natürlich auch emotional was anderes ist, wenn du auf der Bühne stehst und nicht einfach, sage ich jetzt mal recht pragmatisch, deine Profession machst, ja, genau. dann gehst du, glaube ich, auf Tour auch ein bisschen anders damit um. Ne? Also stehst morgens ein bisschen anders auf, mit einem anderen, naja, Feeling, ohne das jetzt irgendwie zu werten, die eine oder andere Sache. Finde ich aber sau interessant und ich finde das super geil, dass du beides machen kannst, weißt du? Also so diese beiden Seiten hast, finde ich, oh, ich habe schon gedacht, wir kriegen wieder Besuch. Finde ich super. Zürich rein. Alles ruhig rein. Ja, nee, alles okay, das können Sie da vorne liegen lassen. So, hast du wieder was bei Modeschmuck 24 bestellt? So. Das ist das, Modeschmuck 24 ist doch Eis.de, ne? Wenn man Sexspielzeug so? Bestellt. Bestimmt. Und das erzähl so du es uns. Naja, ich habe da ja noch nie bestellt. Ich weiß nur. Eis.de ist Druckerzubehör. Ich weiß, dass auf jeden Fall, du kannst halt aussuchen. Was denn sonst? Worüber macht ihr Witze? Ist das kein Bürozubehör? Nee, ist Modeschmuck, haben wir doch gerade gesagt. Ach so. Ja, cool. Kannst du schön um den Hals hängen. Aber das kannst du, nee, mal ernsthaft, das kannst du bei der Bestellung nicht sagen, oder? Kannst du da sagen, ja. So, ey, wenn ihr das schickt und schreibt jetzt bitte mal nicht Eis.de drauf, sondern... Nein, viel besser beim Checkout. Also Leute, jetzt mal, ihr seid doch zwei 30-jährige Männer, habt ihr noch nie irgendwas... Pi ist noch nicht 30. Ja, aber er verhält sich schon so. Oh. Obwohl, wenn das hier ausgestrahlt ist, wird wahrscheinlich schon, ne? Stimmt, ja. Pi ist 30. Ich bin 30. Das ist jetzt so ein Zeitparadox-Ding, oder? Ja. Reden wir über Science Fiction. Seid ihr in Science Fiction drin? Okay, cool, ich auch. Also pass auf. Hey, da kommen wir später dazu. Ich hab dich unterbrochen. Ich habe so viel gestalkt im Internet. Mein Gott, nein, also ihr seid ja beides über 30 oder du bist jetzt 30, frisch Baby 30, du bist schon ein Jahr länger dabei Baby. Bei der 30, ich auch, wir sind übrigens gleich alt. Natürlich habt ihr doch mal im Internet etwas Verruchtes bestellt. Nee. Alright. Okay. Gar nicht, nein. Dann erkläre ich euch das mal. Ich habe das nur physisch im Shop gekauft. Ich habe die letzte Lord of the Lost City gekauft. Das ist auch ein bisschen so sexy, ne? Bisschen sexy. Bisschen sexy, wenn man da so durchblättert. Boah. Nee, tatsächlich habe ich sowas nie gekauft. Okay, also beim Checkout hast du 5 verschiedene Optionen, die du anklicken kannst. Ich glaube 5 oder 6 verschiedene Optionen. Und da ist eben Druckerpatron, Modeschmuck 24. Ach doch, das machen die echt. Ganz genau. Und Modeschmuck 24 ist halt so obviously, dass da irgendein, Dildo oder so drin ist, ja. Ne? Ja, voll. Ist das denn nur bei, weil es ist wieder, macht das nur Eis.de, dass die sagen, hey, nur wir haben dieses Modeschmuck24-Ding, weil wenn nur die das haben und die Leute das ja irgendwann kennen, die da auch bestellen, dann wissen ja, ah ja, du hast da und da bestellt. Ja, ganz genau, ja, also ja so das weiß ich nicht. Ich habe da einmal vor 10 Jahren oder so mal einen Gag bestellt. Also ich bin nämlich keine Sexperverse oder so. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier Sexspielzeug bestelle. Ne? Wieso ist das sexpervers? Weiß ich nicht. Viele Leute möchten damit ihr Sexleben aufpimpen, falls sie andere Bedürfnisse haben. Das ist ja auch gut so, aber bei Eis, also da gibt es ja dann andere Seiten. Also wie geht's weiter? Du bist sexpervers und was hast du bestellt? Nein, ich bin eben nicht sexpervers. Eine Gasmaske. Ich bin nicht sexpervers, oh mein Gott. Nein. Was mich interessieren würde, das könnten vielleicht unsere ZuhörerInnen uns mal berichten dann. Was passiert, wenn man auf modeschmuck24.de geht? Weiß ich nicht. Ach so, wenn man auf die Seite gehen würde. Ne? Oh. Das wär schlau von Eis.de, wenn sie diese Domain saven würden. Auf jeden Fall. Also Eis.de, falls ihr Tipps wollt, ruft uns an. Ginasroom.de. Ginasroom, sorry, aber Ginasroom könnte safe ein Sex-Toy-Supplier sein. Definitiv. Nee, glaube ich gar nicht. Warum? Also, ich meine, wir könnten so... Merch-Idee. Oder wir saven uns jetzt modeschmuck24.de nach dieser Aufzeichnung dieses Podcasts und reden jetzt so darüber, als würden wir... läuft die Kamera noch? Ja, tatsächlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die Website xxlschwanz.de gibt, weil ich habe da mal ein Haar... Stabil. Ich habe da mal ein Haarteil bestellt. Ein Haarteil oder ein Haarteil? Ein Haarteil. Extensions zum Reinklippen für die Haare. Du brauchst das nicht, du hast großartiges Haupthaar, aber weißt nicht du? Nicht nur obenrum, ja. Mm,
Und das war irgendwie XXL-Schwanz.de oder so. Das ist kein Witz. Da konntest du dir halt aus war echten... Das von, war das dann von Wolfgang Schwanz 1924 erdacht und das hat sich so getragen? Der sich nichts gedacht hat, der einfach nur seine Haarteile genau. verkaufen will, weil genau. er ein ehrlicher Businessmann ist. Ja, und dann dachte er, XXL... Schwanz ist eine ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil niemand hat so einen XXL-Schwanz wie Wolfgang, oder wie ist er? Wolfgang. Okay, zum ja. Thema XXL-Schwänze. Was wollt ihr? Weiß ich nicht, du bist darauf angesprungen. Wie kamen wir denn jetzt auf modeschmuck24.de? Weil jemand was bestellt, weil wir genau, weil ihr was geknackt weil hat und Bengt schon wieder Leute gesehen hat. Richtig, alright. Schon wieder. Ja. Okay, alles klar. So ein Problem. Ach, schön. Sind ey. Diese Leute jetzt mit im Raum, Bengt? Ja, zwei Stück. Jessie holt ganz professionell ihre Moderatoren Notizen raus. Ich habe, wie sagt man das? Also es gibt, ich nenne es jetzt mal die fünf Rapidos. Also ich möchte gerne einmal ganz schnelle, spontane Antworten von dir okay. haben. Okay, willst du jetzt machen? Okay, cool. Ja, nee, einfach so immer, ich werde das einmal zwischendrin, wenn wir den Faden verlieren, weißt du, werde ich da immer mal so einen kleinen Joker reinbauen. Ja, finde ich auch gut, nach XXL-Schwänzen brauchen wir jetzt kurz. So, ich möchte einmal kurz wissen, was bevorzugst du, Lego oder Blue Bricks? Oh, das ist mittlerweile Blue Bricks. So viel zu lange. Achso, okay. Blue Bricks, okay, alles klar. Blue Bricks. Und preiswerter. Das heißt? Preiswerter. Aber es gibt auch gute Klemmbausteine von Lego. Okay, das heißt, da willst du ja keine Werbung machen. Das ist keine Rapidos. Sorry, aber du hast Thema angeschnitten. Die Büchse der Pandora geöffnet. Ich wollte gerade sagen. Okay. Denn da bin dazu voll kurz, drin. Genau, das hat jetzt hier wieder was reingegeben, denn auf Tour. Wenn man Off-Days hat und in der Stadt unterwegs sein kann, sind es zwei Dinge, die Bengt aussucht. Lego und Blue Bricks. Ja, das nehme ich als eine Kategorie, als Kernbausteinläden. Oder aber Comicläden. Ja. Das sind die zwei Sachen, die Bengt aussucht. Mhm. Ich habe sonst nichts, müsst ihr wissen. Ich habe gar nichts. Das ist doch schon sehr viel, oder? Das ist doch so ein Nerd-Ding, wo man sich richtig reinfuchsen kann. Ja, beides. Hm? Tatsächlich, ja. Warst du denn schon mal im Legoland in Günzburg? In Günzburg? Ja. Wo ist denn Günzburg? Günzburg. Hier oben ist das nächste Legoland, nicht Günzburg. Das ist das originale Legoland in Billund ist hier das nächste. Ach so, dann ist das in Süddeutschland so ein Abklatsch, oder was? Ja. Okay. Da war ich nämlich vor kurzem. Ich war letztes Jahr ohne Witz mit Henrik, mit meinem Drummer von Scarlet Dawn. Wir waren im Legoland. Grüße. Am Wochenende. In Billund? Liebe Grüße. In Billund, ja klar. Ja, geil. Genau, das war von, er wohnt ja oben an der dänischen Grenze in Nibel, so in der Gegend. Und... Das waren dann anderthalb Stunden Fahrt dahin. So, easy. Mhm. Sind wir dahin. Wir haben extra noch ganz viel Paulaner-Joghurt gemampft, um da die, hey, ich darf mein Kind umsonst mit reinnehmen, Gutscheine zu kriegen. Paulaner, dieser komische, oder Paula-Joghurt, sorry. Paulaner-Joghurt? Nein, sorry. Paula, diese Kuh. Diese Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Ja, so. Ja. Mit den Flecken. Ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber wir haben uns das ganz viel gekauft, damit wir an die Gutscheine rankommen. Alles klar. Okay. Und die ganzen armen kleinen Kinder und im Ort bei ich dann Henrik als meinen kleinen, viel zu dicken 14-jährigen Sohn, weil er nur Eistee trinkt, ausgeben und dann ist er umsonst reingekommen. Wir haben uns quasi Kosten gespart. Okay, Henrik ist auch jemand mit sehr guten Dance-Moves, ne? Habe ich herausgefunden. Auf der Tanzfläche. Auf der Tanzfläche. Auf einer Veranstaltung, ja. Ach so, ja, oh doch. Mhm, der hatte jetzt auch gute Dance-Moves. Ja. Ja. Voll. Also alle tatsächlich, alle. Okay. Okay, also ich werde immer mal wieder so ein paar schnelle Fragen einwerfen. Ja, geil. So, aber interessant. Ich frage mich ja, wie du Henrik da als den 14-jährigen Sohn reinbekommen hast, ehrlich gesagt. Er ist dick genug. Das glaubt man. Das ist so ein verschmitzter dicker Junge und dann... Verschmitzt immer, das stimmt. Oh, ja, ja. Kleine Schlitzohr auf jeden Fall. Okay, also auf dieser besagten Party, wo wir waren und man sehr viele Leute auf der Tanzfläche gesehen hat, da weiß ich, da kann ich mich noch erinnern, da hat mir jemand sehr exotische Getränke, sage ich mal, erklärt, was zum Beispiel ein Brodasson ist oder ein Quacko-Backo und solche Sachen. Ja. Und ich habe gehört, es gibt sowas wie Hollister. Oh! Was? Sorry, Bengt. Also, ich kenne das als bisschen so eine cringe Marke. Oder? Genau, ich glaube, deswegen haben die Jungs das auch damals so genannt. Das ist schon richtig Jahre her. Das war irgendeine Party von Henrik. tatsächlich. Und die fanden das mega lustig. Ich weiß nicht, ob ihr Sternmarke kennt. Ja, sicher. Pi kennt das. Ne? Das ist Bier, oder? Das ist so ein Weinbrandverschnitt. Das ist ganz schlimm.
Ich hab vergessen, was auf dem Etikett hinten steht. Da steht, Kenner schätzen sein feines Bouquet, glaube ich. Kinder? Kenner. Achso. nicht Kinder. Also ich weiß nicht, wie die Nordfriesen das handhaben, aber ich glaube nicht, dass da Kinder draufsteht. Okay. Nein, ich glaube, da steht sowas drauf wie Kenner schätzen sein feines Bouquet oder so, aber es ist echt eigentlich so ein Weinbrandverschnitt so irgendwie. Was ist ein Weinbrand? Also Brandy oder was? Nee, wie nennt man das? Chantre? Weiß ich nicht. Gute Frage. Ist Weinbrand ist schlecht drin. Sind das Abfallstoffe, die bei der Weinherstellung entstehen und die einfach, so wie beim Bier, der Bierschnaps quasi? Hätte gedacht, dass das irgendwie sowas ist. Ja. Ich stelle mir das so vor, als also diese kleinen Dinge, die es bei Rewe an der Kasse gibt, wenn man mal eben kleinen Durst hat. Genau, das ist das. Genau, das ist das. Gehst wieder an der Kasse einkaufen. Genau, wenn du sagst so, genau. So kleiner Feigling oder so diese Dinge, ich nehme jetzt mal so einen Lütten mit. So, ein oder, Lütten. Oder einen großen Lütten. Okay. So. Weinbrand. 2-Liter-Flasche Sternmarke. Nee. Und die haben dann eben da, weil sie es lustig fanden, Sauce Hollandaise mit Sternmarke gemischt. Und hatten das schon, ihr kennt das, wenn man so Flaschen, so Bierflaschen nicht oben am Hals hält, sondern so unten anfasst und die dann so warm. So handwarm hält, weil man die schon einfach die ganze Zeit in seinen kleinen schwitzigen Pfoten halt so hält. Mhm. Und ich glaube, ich hatte schon gut einen Tee. Die waren so, ey Bank, willst du Hollister probieren? Ich so, ja, gib her. Was man so macht, wenn man betrunken ist, dass man schlechte Ideen richtig gut findet. Was habe ich gemacht und ich musste instant, mich übergeben, ja. Ja, sicher. Okay. Aber wir waren zum Glück draußen, das war dann sehr gut und danach war auch alles wieder gut, aber es ist einfach dieser, in dem Moment, das müsst ihr euch vorstellen, ihr trinkt eigentlich nur dann Alkohol oder was ist so Bier und so. Und dann trinkt ihr so warme Sauce Hollandaise, wo auch noch Schnaps drin ist. Sternmarke drin ist, Alter. Sternmarke. Das heißt, die Farbe, dass ich mir das kurz vorstelle, dieses hellgelbe der Sauce Hollandaise mit dem dunklen Weinbrand, das sieht dann ja echt auch hart aus, wenn es wieder rauskommt, oder? Also wenn du das rausspuckst. Es war dunkel. Also es war ja in der Flasche, ich habe das da aus der Flasche getrunken und es war dunkel und ich habe dann da irgendwo in Knick gekotzt. Okay. Ja. Ganz kurze Frage, ist das dann auch die Sauce Hollandaise aus dem Tetrapack gewesen? Also weißt du, so eine... Bestimmt. Weil du machst ja... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da noch mit Ei und sonst was das... Ich weiß es nicht, das ist Jahre her. Okay, Rezept kommt in die Shownotes, Leute. So. Von Hollister. Mhm. Von Hollister. Sauce Hollandaise und Sternmarke. Los geht's. Nicht schüttelt. Wisst ihr eigentlich, was ein Starterpilot ist? Das ist irgendwas zum Trinken. Ja, nee, das ist eine Mischung. Das ist Jägermeister, so ein kleiner Jägermeister und dazu eine Beefy. Ballert man sich dann morgens rein. Mhm. Das ist, was der Starterpilot ist, damit man da richtig auf Touren kommt. Naja, aber macht Sinn, oder? Weil mehr brauchst du nicht. Du hast Zucker, du hast ein bisschen gute Laune durch den Jägermeister. Und du hast Wurst. So. Hammergeil. Aber das ist Beefy, ist nicht die Beefy Roll mit dem süßen Brot. Nein. Die originale Beefy, außer ihr seid... vegetarisch, dann natürlich da gibt's auch was Neues hier. Da gibt's auch was Neues. Okay, das wusste ich nicht. Aber nee, also der originale Starterpilot ist die klassische Beefy mit dem Jägermeister. Und wir haben das probiert und das ist Umami. Also wach macht es irgendwie auf so eine ganz eigene Art und Weise. Ja, aber da wären wir ja wieder beim Thema Punkrock auf. Also, so nämlich. Den Starterpilot habe ich dich bisher nur auf Scarlet Dawn Tour zu dir nehmen sehen. Haben wir auch nur da gemacht, ja. Ja. Okay. Müssen wir mal wieder einführen. Mhm. Geil, ey. Ja. In uns. Starterpilot. Ich habe damals immer Wodka mit Maggi getrunken. Ist das eklig? Nein, ich fand's geil. Weiß ich nicht. Ich liebe Maggi. Oh nein. Und so als Wodka ist ja immer schwierig. Ist ja nicht geil. Schnäpse generell. Stimmt, kurze. Und dann mischt man das mit Maggi so. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Naja, ich komme ja, also meine Mutter kocht gern polnisch und ich habe keine Geschmacksnerven mehr. Also totgesalzen komplett. Okay. Dementsprechend ist für mich so ein Wodka Maggi ein kleines erfrischendes Zwischengetränk gewesen. Mache ich nicht mehr. Okay, aber das merke ich mir, falls wir irgendwann mal wieder eine zu zweit Episode machen, dann kriegst du einen Wodka-Maggi. Auf gar keinen Fall. Da speichere ich dir alles voll hier.
Ja, das deswegen, geht nicht ja. mehr. Okay. Du mit 30, also du bist ja jetzt, wenn die Folge ja, rauskommt, ja, bist du ja noch. Schon 30. Aber du wirst sehen, ab, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ab diesem Alter geht der körperliche Verfall los. Oh, das war schon früher. Okay, schon alles früher. Bei mir nicht. Bei mir war das ab 30. Echt, der ja? Magen wird ultra empfindlich. Nee, das hatte ich schon früher. Ja, okay. Ja. Mitte 20 und I was gone, yo. das ist, I dead, yo. Treppensteigen super anstrengend. Also nach der dritten Treppe bist du schon so, weiß ich nicht. Und man hat den Kater des Todes und kann nicht mehr. Man trinkt kein Alkohol mehr, weil man Angst vor dem Kater hat. So geht's mir zumindest. Ja, das hatte ich ab Mitte 20. Ja, aber vielleicht ist es ja auch das. Vielleicht ist es auch das, warum wir ruhiger geworden sind auf Tour. Möglich. Es ist einfach der körperliche Verfall, der uns alle irgendwann heimsucht. So. Starterpilot geht vielleicht noch, aber danach. Starterpilot geht super gut. Ja? Okay. Okay. Was heißt super gut, aber es ist schaffbar. es ist machbar. Es ist eine kleine Überwindung. Genau. Zum Thema Ruhe und ein bisschen älter werden und gediegener werden und die innere Mitte finden und all diese Sachen. Ich habe was sehr Cooles rausgefunden. Und zwar, weißt du denn, welche Gemeinde nur 53 Einwohner je Quadratkilometer hat? Das ist wahrscheinlich mein Heimatkaff, oder? Ja. Ja. Das musste ich mir jetzt einmal vorstellen. Das ist ja geil. Da ist ja niemand, oder? Ja, also man muss dazu sagen, also das ist jetzt nicht so, wenn Leute sagen, wenn ich sage so, ja, ich bin auf dem Land groß geworden und dann sagen andere so, ja, ich weiß, ey, ich auch. So, und bei uns gab es nur ein E-Aktivmarkt und nur zwei Bäcker und wir hatten nur ein ganz kleines Kino bei uns. Und Busfuhr auch nur einmal am Tag. So, und das ist immer schon so, ja, genau, stell dir das vor, nur ohne all die Sachen. Also bei uns gibt's gar nichts. So, also an Geschäften. So. Also okay. Muss für alles halt Auto fahren, wie das halt oft auf dem Land so ist. Aber man muss dazu sagen, ja, in meinem Kaff wohnen nur 160 Leute oder so, aber das ist direkt ans nächste Kaff angeschlossen und man fährt nur oder einen Kilometer ins... Nee, da wohnen dann schon wieder deutlich mehr oder so und also die Nachbarorte sind so nah bei, dass es sich gar nicht so wie im Outback oder so anfühlt. Das heißt, man kann auch mal eben laufen, wenn man zu viel Hollister getrunken hat. Ja. Ah, alles klar, okay. Also ja. Ist alles sehr nah connected. Ja, es ist tatsächlich trotzdem sehr viel Natur, was ich sehr, sehr schön finde, ja. Dass ich dann denke so, oh, heute scheint die Sonne wieder. Was spiele ich denn heute auf der Playstation? So. Also sitze ich dann da zu Hause. Ich gucke dann aus dem Fenster, denke so, geil, ist grün, ist die Sonne, es ist so schön. Ja. Und dann denke ich mir so, was geht jetzt ab in Red Dead Redemption 2? Ja, Gardine zuziehen. Ja. Am besten. Ja. Scheiß Sonne, ja. Das spiegelt im Fernseher. Ja. Nerv. Kein ja. Ihr seid beide so Gamer, ne? Ihr habt beide viel gezockt. Du hast mir erzählt, ich habe viel gezockt. So. Ich daddel immer noch gern. Du daddeln. Daddeln und dengeln. Ja. Alright. Also ich bin jetzt nicht so, ich baller jetzt nicht so meine 40 Stunden die Woche, so schaffe ich nicht mehr, weil ich berufstätig bin. So. Nee, das ist ja, ihr wisst das ja, wie es ist, in der Schule hat man einfach dann so mehr Zeit, so ja. Wochenende, nachmittags dann irgendwie frei und dann investiert man darin mehr Zeit, aber ich nutze das echt als Ausgleich von so Touren, ja. Weil ich muss echt sagen, wenn man halt den ganzen Tag irgendwie mit Musik umgeben ist, auf Tour mischen oder halt im dann, wenn ich das ja nicht mache, bin ich ja in den Chameleon-Studios da aktiv und so und dann mische ich da den ganzen Tag irgendein Album, dann habe ich halt abends nicht Lust, zu Hause zu sagen, oh, jetzt spiele ich noch ein bisschen Akustikgitarre und auch vielleicht schreibe ich noch einen Song oder so. Mm. Und bin so voll virtuos, das kriege ich nicht hin, das kann ich nicht. Man unterschätzt das ja sehr, wie anstrengend so eine Arbeit, wo man, sage ich jetzt mal, in so einen Hyperfokus reinkommt. Das ist ja bei Tonstudioarbeit zu 1000% genauso wie bei mir. Also, dass du einfach dich auf eine Sache so doll konzentrierst und fokussierst, damit es gut ist. Und es ist sehr schwer, das zu erklären für Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht so einen Beruf haben, wo sie sich so doll konzentrieren müssen, dass du danach einfach wirklich leer bist. Also ich weiß, also wenn ich 5 Stunden tätowiere, schaue ich mindestens 20 Minuten an eine weiße Wand danach. Und bin leer im Kopf. Also da ist nur noch so ein Strohball, ne? Der so. Tumbleweed. Ganz genau. Und das verstehe ich zu 1000%, dass du dann einfach irgendwie im besten Fall noch in eine andere Welt reingehst, so hier irgendwie, weiß ich nicht,
Ja, genau, Red Dead Redemption, ne? So irgendwie Cowboy-Zeug, so Western, ja, irgendwie, genau. Genau. So Eskapismus betreiben. Nee, es ist genau das. Es ist immer so, wenn Leute, wenn man sagt, so, ja, ich arbeite im Tonstudio und so, ach geil, den ganzen Tag Musik hören. Und dann ist es so, ja, fast, stell dir vor, das ist so, als würdest du den ganzen Tag Nietzsche lesen und dabei auch darüber nachdenken, was er schreibt. Und so wie du dich dann manchmal abends fühlst, damit nach sowas lesen und darüber nachdenken, das nur mit Ton. Also hören und das ja auch irgendwie analysieren, verarbeiten und so, da ist man manchmal, nicht immer, aber schon geschafft. Also ich kann das total verstehen. Ja. Ja. Es ist ja vor allem, wie ihr schon sagt, super detailreiche Arbeit. Wenn du jetzt an ein Tattoo ranzoomst und die kleinsten Feinheiten siehst, so hier die Linien auf den Blättern. Ne? Guck mal, da gehen wir nach Quatsch. Oder ob es jetzt in einer Mixing-Session mit was weiß ich wie vielen 80 Spuren oder mehr. 120, 150, 200 irgendwie. Und du da, was weiß ich, irgendwelche Volume-Automationen irgendwo machst für nur einmal kurz. Genau, hier soll die Stimme einmal ein bisschen lauter sein oder so an der Stelle, dass das alles so maschinell so programmiert ist, quasi, kann man nicht anders sagen. Ja. Genau, ja, das ist, muss man sich das vorstellen. Das ist, da verstehe ich das sehr gut, dass man komplett den Ausgleich braucht. Jeder muss sich, also kann ich nur empfehlen, dass sich jeder den irgendwie schafft. Mhm. Ob es jetzt Zocken ist oder irgendwas anderes, was wir sich in weiße Wand anstarren. Ja, das Ding ist ja, wir kommen ja immer wieder auf das Thema der Kontraste im Grunde genommen zurück. Also bei jeder Folge bis jetzt reden wir immer, wie wichtig oder beleuchten wir das, wie wichtig das ist bezüglich Gleichgewichten, dass man irgendwie seinen Ausgleich findet. Noch wichtiger, dass man diesen Ausgleich ja nur findet durch konträre Aktivitäten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das sollte man, auch wenn man sich sehr schlecht fühlt dabei, also ich bin ja so ein Mensch, ich denke mir dann, ich könnte direkt weiter Gas geben zu Hause. Ja. Und ich muss mich ganz doll dazu zwingen, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Gaming reden, ich habe gern Spyro gespielt, das ist der Drache. Mhm. Ist cool. Ja. Und dann wirklich sowas, bisschen Stupides einfach macht, ja, um da wirklich das Hirn runterzufahren und neu zu starten. Ich habe das jetzt erst gecheckt, dass man sich da nicht schlecht fühlen sollte, weil diese Handlungen, die so super stupide erscheinen, dir wieder die Möglichkeit geben, am nächsten Tag die 100% zu bringen. Ja. Wie ist denn das bei dir? Ist das, wenn du anfängst dann zu daddeln, kommt da, was weiß ich, nach 10 Minuten schon so ein, ach, jetzt ist aber auch irgendwie, also verschwende ich hier jetzt nicht Zeit oder könnte ich nicht was Besseres mit meiner Zeit anfangen? Denn bei mir, ich kenne das Gefühl, weil ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich einfach sagen kann, ich mache was komplett anderes oder lass mal komplett alles sein und vertief mich in etwas, was gar nichts mit dem zu tun hat, was ich vielleicht auch gerade machen sollte oder oft mache. Wie ist denn das bei dir? Also kannst du da dann, was weiß ich, 3 Stunden an Red Dead Redemption sitzen oder denkst du dir auch nach einer Stunde, fuck, ich müsste eigentlich was machen, aber ich ziehe es noch 2 Stunden weiter durch? Es kommt immer so drauf an, wie busy man war. Also wenn wir jetzt so von einer fetten Tour, wie jetzt aus von diesem Sommer hier zurückkommen, wo wir halt echt viel unterwegs waren, da ist mir das so, kommt dieser Gedanke nicht. Also ich hätte beinahe gesagt, mir ist es so scheißegal, aber es ist ja sowas Unterbewusstes, aber das kommt dann nicht. Dann denke ich mir so, ey, nee, Leute, ich habe jetzt hier 3 Monate gar nicht gespielt, dann kann ich jetzt hier mal Nachmittag 3, 4, 5 Stunden, 6 Stunden am Stück hier daddeln. So, obwohl die Sonne scheint? Ja, logisch. Also FOMO bist du komplett so, sage ich mal, befreit von. Also dieses, dass du, wenn jetzt zum Beispiel das Wetter gut ist, ich mal. Ich muss kurz überlegen, FOMO war ja auch Fear of Missing Out. Ja. Genau, also zum Beispiel, ich finde es ganz, ganz schwierig, zu Hause zu sitzen, wenn die Sonne scheint. Vor allem in Hamburg, weil ich mir denke, diese Chance ergreifst du. Geh raus Ich war da schon immer so ein blöder Stubenhocker. Okay, nee, ist ja gut, das ist ja super, wenn man das nicht hat. Ich hab das nur, wenn ich irgendwie quasi wirklich so ein bisschen Leerlauf habe und so, und dann kommt irgendwann dieses, okay, jetzt wieder viel spielen oder heute wieder einen Nachmittag mit Spielen verbringen oder so, da denke ich dann auch so, okay, ich könnte ja nochmal, selbst wenn man nur was im Haushalt macht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so denkt, okay, ich habe heute wenigstens gesaugt und Geschirrspüler und hier Wäsche gemacht und so, da hat man so ein bisschen was gemacht, wisst ihr? Und dann hat man vielleicht auch ein besseres Gewissen, dass man dann sich doch wieder 4 Stunden daran hängt oder so. Aber das kommt dann eher. Aber wenn wir halt
wenn ich so viel gearbeitet habe oder so, oder wenn das so anstrengend war, dann ist mir, dann kommt das nicht. Also dieser Gedanke, dass man so denkt, oh, ich müsste eigentlich jetzt hammerproduktiv sein. So, ich weiß ja, dass es nicht geht. Also ich habe das schon mal probiert dann, dass man so Songwriting macht und dann, wo man gerade gar nicht so im Modus ist, dann sitzt du da, nee, ich schreibe jetzt aber einen Song. Und er ist halt scheiße geworden. Also da bin ich nicht so der virtuose, kreative Typ, als dass dann so einfach so jetzt dann was Geiles dabei rumkommt, sondern es ist dann halt so. Na, ich würde sogar dir widersprechen und sagen, du machst das exakt richtig, wenn wir über Inspiration reden und woher die kommt. Mhm. Das ist nämlich diese Sache, das ist ja das ist Hauptproblem, was wir schon die letzten zwei Episoden geredet haben. Du kannst das ja eben nicht erzwingen. Und der Song wird einfach nur gut, wenn der kommt. Weißt ja, du? So, das ist echt so. Wenn du dich hinsetzt und sagst so, jetzt schreibe ich einen Song, aber irgendwie knistert es nicht so wirklich und die Idee ist so semi-geil und aber du versuchst es, weil du musst jetzt was machen, weil du den ganzen Tag faul warst. Genau. Ja, Und du hast nur die Ansätze von anderen Gedanken im Kopf, ich müsste aber das noch machen. Man, die Katzen müssen gefüttert werden, keine Ahnung, das ist so. Ja. Da hat man nicht diesen Hyperfokus, den man vielleicht braucht, dass man sich nur auf diese eine Sache konzentrieren kann, was da gerade im Kopf kommt, was einfach zu Papier oder zu DAW gebracht wird. Ja. DAW ist eine Aufnahmesoftware. Ja, genau. Ich nick einfach und tu so, als würde ich wissen, von was hier zwei Nerds hier redet. Ja. Ne? Da fällt mir ja gerade noch ein geiler Fact ein hier. Ihr seid ja beide, kommt ja, also... Ihr habt ja beide auf der... Wie nenne ich das denn? Das ist ja... Weiß ich nicht. An derselben Uni studiert. Ach so, ja. Ihr seid beide auf der SAE gewesen. Ja, alles das ist klar. So. Ist das der Fakt, den du bringen wolltest? Weil... Dass wir verwöhnte private Uni... Ganz, nein, das wollte ich doch niemals sagen, dass wir private verwöhnte Penner sind. Aber... stimmt schon. Wir hatten... So, ne? Stimmt ja, schon. Ja, doch, okay, klar, absolut. Sehr gut. Sehr gut. Spoiler. Es war aber auch immer so ein bisschen Neid, muss ich sagen. Ne? Weil wir, als wir die Band hatten damals, wir wollten auch an die SAE, aber wir haben das nicht geschafft irgendwie. Weißt du? Ach so, nicht nur dahin, um mal aufzunehmen? Nein. Wir wollten da auch in die Richtung studieren. Und so. Dann ist was anderes aus uns allen geworden, aber das ist ein anderes Thema. Auf was wollte ich jetzt eigentlich Das ist der Fakt, den du erzählen wolltest. Nein, ich wollte was ganz anderes erzählen, was viel Wichtigeres. Hallo. Und dann kam, SAE kam mir jetzt einfach nur gerade so in den Kopf. Aber ich bin Fan von dem Ansatz. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. Also ich finde das gut, wenn man die Dinge kommen lässt und nicht erzwingt, was schweineschwierig ist, wo wir, glaube ich, auch so ein bisschen abschauen können und uns von dir inspirieren lassen. Nee, das ist auch einfach immer schwierig. Ich weiß gar nicht, wer das mal so schön gesagt hat. Ich glaube, Drangsal war das. Und der meinte mal im Interview, man muss erstmal so ein bisschen leben, damit man wieder neuen Input hat, den man verarbeiten kann. Weil ich weiß nicht, wenn man so wirklich Mucke raushaut, die wirklich persönlich ist, und da hat man dann jetzt so alles gesagt. Das ist all das, was ich die letzten 15 Jahre gefühlt habe. So, so, bumm, emotionale Entladung. Und dann gleich zu sagen, okay, 3 Monate später fange ich quasi das nächste Album, die nächste EP oder was auch immer an. Also bei mir ist es dann so, was will ich denn sagen? Ich habe ja gerade schon alles gesagt. Und dann fehlt ja so ein bisschen dieser Input, dass man einfach gelebt hat und dann neue Eindrücke bekommen hat, egal was es ist oder was für Gedanken einem zugeflogen sind. Ja, die Frage ist halt, wie schafft man, weil im Grunde genommen brauchst du Zeit dafür. Es ist ja nur der Faktor Zeit, der uns eigentlich fehlt, oder? Um wieder zu leben, neuen Input zu haben, um es dann rauszulassen. Ja. Und da, und das ist, glaube ich, die Kunst, sich diese Zeit zu verschaffen. Zeit und die eigene Erlaubnis sich ab einem bestimmten Punkt auch geben, also so smart zu sein, dass man sich sagt, hey, es ist, also lass mal los, lass mal alles stehen und liegen, was du machst. Das muss auch gerade nicht gemacht werden, weil es hat nicht die oberste Priorität, weil es ist keine OP am offenen Herzen, es stirbt niemand gerade und es ist gerade niemand von dir abhängig. Außer man ist beruflich Songwriter, aber dann machst du es ja wieder als Profession, sag ich mal. Ne? Genau. Aber ich sehe es so wie du, dass man es so... Und hast meist ja auch irgendwie auf eine Art ein Briefing, in welche Richtung es denn gehen soll. Wenn denn als beruflich Songwriter bist du ja am wenigsten für dich selber und ganz viel für andere. Das stimmt, ja. Und da hast du ja eine Vorstellung von, was weiß ich, wenn ich jetzt, Stichwort Dua Lipa, wenn ich jetzt für... Die finde ich super. Ja, ich auch. Alle ZuhörerInnen nur,
Ich habe extra mir ein tolles T-Shirt heute angezogen. Genau, ein Dua Lipa-Shirt. Ein Dua Lipa-T-Shirt, weil ich das doch rausgefunden habe hier. Ja, ja. Dass du die ganz gerne machst. Das sehe ich jetzt erst. Ah, wirklich? Ja. Mein Gott. Was heißt ganz gerne? Also ich fand das zweite Album wirklich cool. Das hat mir gut gefallen. Okay. Auch wenn es diesen... Ja, es ist so ein Pop-Album, da ist immer nicht so ein... Ich finde nicht so ein roter Faden drin. Mhm. Aber es ist so ein Genre-Ding. Ja, so ein, weiß ich nicht, irgendein Rock- oder Metal-Album. Da ist dann irgendwie so... Oh mein Gott, wir sind wahnsinnig wütend und das für 45 Minuten so, ne? Und ja, dann ist da so eine Story drin. Und da ist es halt eher so dieses so Single an Pop-Song. Absolut, ja, ja. Das ist so, ey, hier sind wir 70s, sind wir 80s, sind wir 90s. Ja. Das durchmixt sie ja ganz gut. Das ist ja auch die Idee, aber es sind immer so, oh, es sind gute Songs, aber was ist so, es gibt so kein... Irgendwie gibt es ein Gesamtkonzept, aber... Irgendwie auch nicht. Die Dynamik fehlt ein bisschen, oder? Ja, das ist so, ist so Hit an Hit an Hit. Das ist so alles so oben. Ja, keine Ahnung, schwer zu beschreiben. Aber ich finde sie super. Ja, und du bist ja vor allem, da wollte ich drauf zu sprechen kommen, du bist ja vor allem ein Mensch, der jetzt nicht in seinen eigenen Genres sich nur bewegt, sondern nee, du kannst ja einfach gute Songs wertschätzen. Das ist absolut mir aufgefallen. Also das wusste ich eh, aber das möchte ich gerne dazu sagen. Du hast auf Tour... es war einerseits Thema Guilty Pleasure, aber auch das Thema, ein gewisser Song von, das wiederholst du immer, das ist einfach ein guter Song, von Katja Krasavice. Ach so. Gib's mir Doggy, heißt der Song. Und zum Thema gute Songs wertschätzen oder Teile von Songs wertschätzen, die einfach gut funktionieren und gut geschrieben sind, würde ich dir zustimmen, da gute Melodie, Inhalt. Ja. Der Text ist total dumm. Ja. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach platt und dumm. Das hat natürlich irgendwie auch seinen Platz. Es braucht ja, wir waren gerade eben auch bei Kontrasten und Gegengewicht. Das braucht ja alles immer so ein bisschen so eine Balance. Und ja, du hast dann die wahnsinnig, wo man einfach nichts checkt, was die Leute einem sagen wollen. Dann hast du Katja Krasavice genau auf der anderen Seite so vom Inhalt her. Aber wenn man da, Text ausblendet, so die Gesangsmelodien und so, und auch die Produktion, also wie hochwertig ist es aufgenommen und abgemischt und so weiter, das ist schon nicht schlecht gemacht. Und das, weiß ich nicht, das kann man schon ja, honorieren, jetzt vielleicht nicht, aber ja, doch. Was heißt, oder wertschätzen, ne? Aber das ist, dass man jetzt nicht das gleich so abstempelt, weil man jetzt nicht nur Konsument ist, sondern genau, auch ein bisschen checkt, was die Arbeit dahinter ist. Ja. Genau, das ist eine Frage des Blickpunkts. Und da ist meine Frage dann darüber hinaus, gibt es für dich sowas wie Guilty Pleasures? Oder ist das... Ach so, wo ich sagen würde... Ach, ist mir jetzt aber peinlich, dass ich das höre, aber ich höre Justin Bieber. Sorry, muss ich zugeben. Sowas. Aber es wäre ja irgendwie immer was, wo man sagen würde, ja, eigentlich finde ich es scheiße, aber ich finde es geil. Das ist ja eigentlich ein Guilty Pleasure, ne? Genau. Dieses so, eigentlich ist es dumm und trashig oder keine Ahnung, was es ist. Irgendwie nicht das, was man sonst mag oder macht oder konsumiert. Und man macht es aber trotzdem. Ja. Glaube ich nicht. Weil ich immer, glaube ich, benennen könnte, was ich daran ja gut finde. Ja. Also jetzt, die Katja Krasavice läuft bei mir jetzt nicht rauf und runter, dass ich sage, ja, aber die Gesangsmelodien sind so geil. Gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy. So, das ist so, das nicht so, aber nee, hab ich tatsächlich nicht. Ja. Das wären alles per se keine Guilty Pleasures, weil ich immer sagen würde... Aus dem und dem Grund. Ja, also das müsste jetzt sowas sein wie, ja, ich höre halt hammergerne Lanza oder sowas, ne? Wo ihr sagen würdet, ey, das geht gar nicht und ich finde das eigentlich auch scheiße, aber ich sag so, ja, aber die Riffs rocken so geil. Okay. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre dann schon so, ja, okay, eigentlich ist es scheiße, aber ich höre es trotzdem. Habe ich tatsächlich nicht, nee. Gut, das ist ja dann eine politische Sache auf jeden Fall. Also da ist ja dann logisch, dass das einem unangenehm ist, beziehungsweise man das gar nicht versucht, das zu hören. So, das ist ja logisch. Aber so an sich Guilty Pleasures ist, glaube ich, bei uns eher, gibt's das tatsächlich nicht. Wenn Guilty Pleasure, dann ist das eher etwas, was einfach nicht so sonst in unseren Musikgeschmack passt. Aber ist dir irgendwas peinlich? Ich glaube nicht. Von dem, was ich höre? Ja. Nö. So. Das ist ja, aber wenn man die Songs wertschätzt, dann ist es ja egal, welches Genre das ist. Genau, deswegen, ja. Also ihr habt dann, habt ihr Guilty Pleasures dann? Oder hast Nein, oder was, wo würdest du denn sagen, was du... Also, ich habe gehört, du findest Taylor Swift nicht ganz so gut. Nein, das... machst du jetzt mit beim Shitstorm oder was? Nein. Logisch. Nein, nee, das ist, finde ich jetzt
ich warte einfach auf die Antworten, die ich bekomme. Ich habe ja bei der ersten Episode einen Aufruf gestartet, damit mir die Leute mal ein bisschen erklären, was sie an Taylor Swift fasziniert. So, an sich, zum Beispiel bei mir ist das so, ich höre einfach arschgern, wenn ich putz oder irgendwie Dinge mache, wo ich meinen Kopf ein bisschen runterfahre. Ja. So Quatsch wie Bad Bunny oder so. Ne? Also so schlechten spanischen Prollo-Rap. Wenn du das übersetzt, denkst du dir auch so, nee, Digga, rap das nicht. Mach das nicht. Rap das nicht. Sag das nicht. Mach das nicht. So. Ja. Aber nichts, wofür ich mich schäme. Also, sag ich mal so. Es gibt halt so Songs tatsächlich, also so Guilty Pleasures, ich glaube, das kann man dann doch so nennen, wo man sagt, das ist so eine Scheiße, aber ich feier's richtig hart. Ja, es gibt vom Safri-Duo, ahnt ihr die noch? Genau, Played Alive oder so. Mhm. Played Alive. Hammer-Song. Finde ich richtig geil. Der ist auch geil. Es ist geil, oder? Es ist eigentlich echt trashig, das abzufeiern. Das wäre jetzt so das, was mir in Sinn kommen würde. Okay. Tatsächlich. Nee, verstehe ich jetzt Guilty Pleasure. Ja, aber eigentlich ist es ja auch nicht... Ich weiß nicht, dafür ist man auch erwachsen genug. Ja, oder? Ja. Na, das ist so Guilty Pleasure, ist so dieses... Ja, ich bin 18 Jahre alt Ding. Ich bin 14 Jahre alt Ding oder 15, 16, keine Ahnung, irgendwie nichts gegen 14, 15, 16-Jährige oder 18-Jährige. Aber cool, wenn ihr den Podcast hört. So nämlich. Und Guilty Pleasure ist irgendwie, es ist doch okay, wenn man das hört und es ist... So, wir haben doch jetzt auch bei irgendeiner Autofahrt so eine alte Mix-CD gefunden von mir. Und dann kam dann habe ich doch so gefreut, weil der erste Song war von Machine Head, Imperium. Ja, ich habe mich so gefreut, weil das ist ein guter Song. Und ich dachte immer, es ist ein guter Song. Ich habe den so gefeiert. Ich habe ihn auf Gitarre gespielt und dachte mir, oh, Robert Flynn hat mir eine Flying V gekauft wegen ihm. So. Mit den schönen Polka-Dots drauf. Nee, aber goldene Humbucker. Hammergeil. Tonabnehmer. Und auf jeden Fall habe ich diesen Song so großartig in Erinnerung gehabt. Ja. Ich habe ein bisschen gehört und ich dachte mir, Gott, ist das scheiße. Sorry, Robert, falls du zuhörst, aber... Das tut er sicherlich, er hört nichts anderes mehr. Habe ich viel geiler in Erinnerung. Hat mir viel mehr gegeben vor 15, 16, 17 Jahren als jetzt. Mhm. Aber vielleicht wird auch einfach die Qualität der Musik besser. Qualität was das Aufnehmen angeht, was das Songwriting angeht, es wird individueller. Ja, und es ändert sich ja vielleicht auch deine Lebenssituation und auch deine Gefühle, die damit irgendwie beantwortet werden. Also früher als Teenie, wenn ich zum Beispiel Blink-182 oder sowas gehört habe oder Limp Bizkit oder Sum 41, so weißt du, so Pop-Punk, New-Metal-Ding, war es die ganze Zeit super angry und keine Ahnung, ja, auf eine Art wütend ist oder aber rebellisch ist, glaube ich, ein gute Überkategorie. Ja. Dann fühlt man das ja als 14-Jähriger auch auf jeden Fall durch die Pubertät weg, weil rebellische Phase. Mhm. Jetzt finde ich die Songs auch noch cool, sowas wie Fat Lip von Sum 41, weil es mich aber an eine Zeit zurückerinnert, nicht weil ich das jetzt genauso fühle. Also deswegen eher Nostalgie. So ähnliche Künstler, die jetzt rauskommen, wie zum Beispiel ein Machine Gun Kelly, der jetzt dieses ganze alte Pop-Punk-Zeug wieder auffasst, das catcht dich dann natürlich nicht. Also Machine Gun Kelly? Ja. Gar nicht. Ja, okay. Da habe ich geahnt. Noch nichts von ihm gehört tatsächlich. Ja. Also noch nicht, muss ich nochmal meine Hausaufgaben machen. Aber ist es schlimm, dass Nostalgie aber ihr habt es doch auch, dass ihr Songs hört aus der Jugend, wo ihr auch trotzdem sagt, so, es ist aber trotzdem ein geiler Song. Ja, definitiv, das meine ich gerade. Und das ist ja nicht nur alles irgendwie verblendete Nostalgie und eigentlich sagt man, ja, die Songs waren eigentlich gar nicht so gut, aber ich finde, das ist mega, mega in Ordnung. Aber ich würde nicht sagen, dass Aufnahmetechnik und Songwriting besser geworden ist mittlerweile. Würde ich auch nicht sagen. Echt? Also die Snare bei Machine Head klingt, als würdest du da eine tote Ratte draufklatschen. Ja, okay, aber... Sorry. Aber es macht den Song ja nicht besser oder schlechter. Das ist ja so ein Ding. Das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, manchmal ist der Sound so schlecht und so abturnt, dass man so denkt, so boah, es gibt für mich auch so ein paar Alben, wo ich denke so, Alter, da muss man dabei gewesen sein. Da hätte ich jetzt ein wütender 16-Jähriger
genau. aus der ja, Vorstadt ja. sein müssen, damit ich jetzt mit 30 oder mit 40 oder was man dann ist, dann sagt, ey, das Album, das war so wichtig und das war. Und dann hört man sich das an, wenn man nicht dabei war und denkt sich so, fühle ich nicht und es klingt auch echt grottig. Ich habe das so mit so diesem ganzen Death-Doom-Metal-Zeug, so Paradise Lost, Anfang der 90er-Zeug. My Dying Bride und so checke ich dann schon eher. Es klingt auch alles mega scherbelig, aber so Paradise Lost sind so bei einigen Alben, die Gothic zum Beispiel, die ist wirklich so, ist so legendär, so ein bisschen für das Genre, weil so ein bisschen da so neue Wege gegangen sind. Aber die klingt so schlecht. Ja. Die klingt so... Ey, die Injustice for All von Metallica sind tolle Songs, aber die klingt vom Sound nicht gut. Ja. Und das ist für mich meistens kein Problem, dass wenn der Sound nicht so gut ist, dass ich dann sage so, oh, jetzt kann ich es nicht mehr hören, das ist ganz und gar nicht. Weil es ist manchmal auch der Vibe und das ist dann auch ein bisschen mehr aus der Zeit noch. Heutzutage ist alles ein bisschen mehr so, kann ja heutzutage alles nach 90er, nach 80er, nach 70er, nach 50ern klingen. Aber damals ging es ja halt nicht besser zum Teil. Und das macht auch so den Vibe aus. Und dann checke ich das wieder, wenn man sagt so, ey, wäre ich jetzt auch Anfang der 90er 16 gewesen, hätte halt die Shades of God von Paradise Lost gehört und hätte gedacht, ja, das ist genauso, wie ich mich fühle, dann würde ich die heute wahrscheinlich auch noch geil finden. Ja. Und ich weiß nicht, wie Leute über die ganzen Mitte 2000er Scheiben, diese scherbeligen Rockscheiben von Placebo und so weiter denken, die ich total geil finde, auch heute noch vom Song, wo ich so denke, so, ja, das ist voll edgy. Und andere würden da sagen, boah, ist voll bissig und das hat so gar keinen Bass. Und das aber ich denke mir so, ja, aber das ist das Geile. Hörst du nicht das Geile da drin? So. Ja, ja. Das ist so, ja. Ich verstehe, aber auch, weil du einfach wieder etwas damit verbindest. Genau, das ist wieder Nostalgie. Wobei ich sagen muss, gerade bei Doom und Sludge und diesen ganzen Geschichten, finde ich es schade, wenn die Qualität nicht so geil ist, weil einfach wirklich viel, sage ich jetzt mal, Feeling und Tiefe weggeht. Ne? Also dieses Genre ist ja schon... hat ja schon Grund, sag ich mal. Gerade Sludge sollte schon ein bisschen tiefer reingehen, sag ich jetzt mal, wenn du es dir anhörst. Weißt du, was ich meine? So, und wenn das dann einfach eine Kack... Hey, wir haben bei der ersten Folge drüber geredet, Russian Circles. Ist ein Beispiel dafür. Du schaust dir das live an und denkst dir, okay, diese Musik, die packt mich komplett. Es ist der Wahnsinn. Kenn ich gar nicht. Und dann legst du dir die Platte auf. Ja. Und das tut mir so leid, sorry, da wenn ihr zuhört, mir, aber... Da fehlt mir, dass sich mein Magen bewegt. Genau, du denkst dir halt, das ist halt eine wunderschöne, es ist immer noch krass gutes Songwriting und echt gut gemacht, aber der Bums und die Tiefe fehlt. Ja, das hatte ich mal genau andersrum. Okay. Ist auch so voll fies, also wenn das Konzert, ich meine, es ist richtig laut, fette PA, also fette Anlage, so richtig Bass in Mark und Knochen und überall so. Okay, und dann hört ihr die Scheibe und dann denkt ihr so, ja, okay, kommt live bei mir. Mehr rüber finde ich bei Iron Maiden zum Beispiel auch so. Ich bin jetzt kein Maiden-Fan, aber ich finde, das live macht es mir auch mehr Spaß, als auf Scheibe zu hören. Weil aber das Ganze drumherum mit den Leuten, wenn die so mitsingen und so mit den Fans da, das hat so eine ganz eigene Magie, was natürlich die Scheibe nicht haben kann. Ich hatte das aber bei, genau umgekehrt, bei einem Hymn-Konzert, dass da die Bassdrum so konzerttypisch auf dem Konzert so richtig fett in your face, so Bats. Vielleicht lag es auch daran, wo ich im Publikum stand. Ist ja manchmal so akustisch vom Raum abhängig, bla bla bla. Nerd-Tontechniker-Scheiß. Aber das ist auf den Scheiben halt nicht so. Da ist die Kick nämlich immer ziemlich reingemischt, also dass man die eher nur so erahnt. Da war ich live dann so ein bisschen abgelenkt von dieser super lauten Bassdrum. Ich dachte so, okay, geil. Aber ich dachte mir so, hier sind gerade alle Bassdrums versammelt, die auf den Alben halt nicht so präsent sind. Und das war ein bisschen, in dem Moment so ein bisschen komisch. Mhm. Ja. So, tatsächlich. Das ist nicht so von den Mixverhältnissen. Ist auch nur so ein Tontechniker-Ding. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das reingezogen habe. Als ich, glaube ich, irgendwann an der SAE fertig war oder so. In 2013 habe ich sie, glaube ich, auch gesehen. Ja, irgendwie so war das. Das fand ich da so ein bisschen weird. Hat Tim für dich eine besondere, wie sagt man, Bedeutung? Also bist du zum Beispiel, oder gibt es Bands, weil du jetzt gerade, weil du auch das T-Shirt anhast und so, ich denke jetzt nur ein bisschen das laut. Das T-Shirt? Ja. Das ist doch aus einem Pizzaladen aus Finnland. Ach so. Hä? Hattest du nicht vorhin ein Him-T-Shirt an? Hoodie. Ich hatte ein Him-Hoodie an. Ah, yo, okay, sorry. Aber, guck mal hier. Ja. Yeah. Alles klar, guck, ich, so dumm bin ich gar nicht. Ja, also, ja. Seht ihr das? Irgendwie, weiß ich nicht, Hologramm auf dem... Sorry, das hat
Wille Wallo Design für diesen Pizzaladen, so, wo Pi und ich auch waren auf Tour. Mhm. Sehr gute Pizza. Und hast du Wille Wallos designte Pizza auch gegessen? Ja, ne? Sehr lecker. Das ist eine vegane Pizza und die war sehr gut. Aber selber isst er sie nicht mehr, ne? Weil er... Nein. Weil er ernährt sich ausschließlich nur noch von Nüssen und Tee. Und auf dem Wacken habe ich mir ihn angeschaut und dachte mir, ja... So sieht er auch aus, meinst du? So siehst du aus. Er hat, was man sagen muss, er hatte gute Laune. Also er hat immer gelächelt, aber ich glaube, er war einfach schwach. Er ist, glaube ich, schwach gewesen. Kleiner, schwacher, blasser Junge. Ein kleiner, schwacher, blasser Junge, der auch irgendwie gern Schlafi macht danach direkt. Weißt du so? Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist das denn eine Band, weil ich das jetzt ein paar Mal gesehen habe, die dich irgendwie zu irgendwas bewegt hat, geprägt hat auf eine Art? Ohne die würde ich hier nicht sitzen. Ah ja. Das ist meine Jugendband schlechthin. Ich habe gestern auch wieder das erste Album gehört und fand das wieder geil und dachte so, geil, so einen geilen Vibe. Und die haben mit, als ich 14 war, haben die alles bewegt, so für mich. Ja. Ich habe Wings of a Butterfly im Radio gehört, da haben wir, ich weiß noch, wo das war, beim Kumpel, wir haben auf dem World of Warcraft Server von einem Kumpel, den er selber programmiert hat. Also er hatte die Basis da und er hat selber die Quests programmiert und so. Alles daran ist geil. So, und wir haben da so testweise gegamed und so. Und ich weiß das über dieses, ich habe irgendwann gesagt so, ey, lass mal ein bisschen Musik hören. Hab einfach dieses popige Radio angemacht und dann lief halt Wings of a Butterfly. Ich dachte so, geiler Song, habe ich mir die Single gekauft, habe ich das Album bekommen und dann ging so alles los. Ich habe die mega gefeiert und ich habe dann wegen Wille Wallo und wegen Him angefangen, Gitarre zu spielen. Weil es gibt einen Mitschnitt von Join Me, den sie dann auf der Premiere, das war ja ein Song auch, der auch für einen Film benutzt wurde, The 13th Floor, super Name, also perfekt für ein deutsches Publikum auszusprechen, The 13th Floor, den haben sie auf der Premiere so halb akustisch performt. Mhm. Das Video, ich habe mir das nochmal angesehen, das ist so schlecht gefilmt. Das ist eigentlich quasi die ganze Zeit so auf Wille Wallos Gesicht gefilmt, auch so von unten. Mega so Doppelkinn-Perspektive so. Aber ich weiß noch, dieser Moment, wenn die Kamera rauszoomt und man sieht ihn da halt sitzen schön mit der Akustikgitarre und hat halt die ganze Band noch dabei, die nur mitspielt und er singt sich. Und da, das war so der Moment für mich, so ey, ich will auch das machen. Ich will auch Gitarre spielen. So. Das war so, der Typ ist so cool. So, und dadurch habe ich angefangen, durch ihn habe ich auch irgendwie ganz viel so Black Sabbath und so entdeckt, weil don't study your heroes influences, wie es so schön heißt. Wenn ihr wirklich so sein wollt wie irgendwer oder das verstehen wollt, warum irgendein Künstler was macht, dann checkt aus, was die Künstler auschecken an Bands, was die gut finden. Und Him finden ganz klar Black Sabbath gut und Typo Negative und so. Und Typo Negative finden auch Black Sabbath gut. Also es ist alles so die gleiche Wurzel so. Und dadurch habe ich auch ganz viel Musik kennengelernt. Ihr kennt das, ne? Der Lieblingssänger sagt, ja, hier, und dann haben wir das und das gehört. Weiß ich nicht, The Cult. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt so. Und dann, okay, geil, was ist das? Mal angehört. Okay, fett, ja, kaufe ich mir jetzt eine CD von so. Und dann checkt man so alles aus und erweitert dadurch auch ein bisschen seinen Musikgeschmack und so. Ja, also, du siehst schon. Nochmal eine Folge ausschließlich Boden. Über Musik. Ja, voll geil. Finde ich gut. Ja. Und vor allem, um da jetzt wieder zum Anfang zurückzukommen, wie Bengt und ich uns kennengelernt haben und wie ich dich das erste Mal gesehen habe, war an der SAE in Studio 2. Okay. Und du saßt da mit deiner Gibson SG. Und einem Laney Ironheart? Nee, den gab's da, glaube ich, noch nicht. Auf jeden Fall einem Laney-Verstärker. Das ist ein VH100R, der Verstärker von dem Gitarristen von Him, der übrigens auch eine Gibson SG spielt. Ja. Aber wie Tony Iommi von Black Sabbath. Ja, die ist damals Cutaway. Alles klar. Und so. Das ist wie die Angus Young-Gitarre sozusagen. Mhm. Genau. Genau. Und so, da habe ich dich das erste Mal gesehen. Das war 2012. Tag der offenen Tür oder sowas. Tür. Ja, genau. Haben wir einfach mal Gitarre-Recording gemacht. Richtig und laut. Zack, und zack ist man in der Badewanne zusammen. Ja, so Bums. Schnell kann das gehen. So schnell passt kann auf, wenn ihr im Tonstudio trefft. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche TV of the Lost Episode das war. Ich würde es jetzt empfehlen, aber ehrlich würde ich es nicht empfehlen. Potsdam Bums, das ist eine TV of the Lost Episode. Auf jeden Fall noch Ende der 200er. Irgendwie Eisheilige Nacht. 2016, Anfang 2017 vielleicht rausgekommen.
Ja, da rappe ich. Und ich war sehr betrunken, das sieht man sehr doll in dem Video. Das waren auch noch so die... Das waren Boombox-Zeiten, mehr Boombox. Ja, da gab's die Boombox die wilden Jahre noch irgendwie. Dann graben wir das mal wieder auf, oder? Die wilderen Jahre. Ja, packen wir auch in packen wir diese Folge in die Shownotes. Sehr gut, ganz weil das genau. Will ich jetzt auch mal hier so passieren. Da wir gerade über Musik reden und jetzt auch eine ganze Weile geredet haben und vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen The End einleiten. Ja. Wir reden ja gerade... Was? Was? Wir reden ja gerade über Musik. Wir haben zwei Playlisten. Bei Gina's Room. Echt geil. Ja, es gibt einmal Gina's Doom. Das ist die, die Geballer-Geschrei-Heavy-Playlist, wo man so eine Scheiße reinpackt. Ja. Und es gibt Gina's Gloom. Das ist die bubbly, feel-good, dancey-Playlist. Mhm. Und ich möchte von dir in beiden Playlists mindestens einen Song haben. Was packst du da rein? Soll ich jetzt auch direkt nennen? Also ich hätte schon was. Ja, falls ja, hau das, raus. Also Gina's Gloom, ganz klar, wo wir davon waren, Dua Lipa mit Love Again. Vielleicht ist der schon drin, ich hoffe nicht. Super geiler Song, den finde ich auch mit Abstand am besten. Hast du das Video angeguckt? Das Video wo mit den komischen Clowns, Cowboys und so, super weird. Die tanzen ganz toll, sieht schick aus, fühlt sich an wie ein David Lynch-Film, aber so weird, einfach so dieses so, ja, interessante Geschichte, aber warum läuft das Alpaka durchs Bild so? Ja. Es ist so dieses Feeling. Also, Dua Lipa Love Again und Gina's Doom, wo wir da gerade bei, wo ich gerade beim ersten Him-Album war oder gestern gehört habe, dann von Him vom ersten Album Our Diabolical Rapture. Oh. Das klingt geiler Song, der kickt. Geil, ich bin ganz aufgeregt. Ja, das klingt ganz genau wie diese Playlist, ey. Mhm. Perfekt. Das könnte auch eine neumodische Metalcore-Band sein, oder? Ja. Betraying the Death of Dabei the Dabei hieß es doch His Infernal Majesty. Was ist da los? Was? His Infernal? Him. Ja. Das ist doch His Infernal Majesty eigentlich. Alter, wieder was gelernt. Ach, guck mal, wusste ich nicht. So hießen sie erst und haben es immer auf Him gekürzt. Okay. Und die durften den Namen teilweise, pass auf, jetzt wird's richtig wild, in UK oder nee, in Amerika nicht benutzen, weil es einen anderen Künstler gab, der auch Him hieß. Mhm. Und dann gibt es ein paar CDs, wo Her draufsteht. Das war dann His Evil Royalty. Ach cool. So, und das haben sie dann so, Royalty, genau, und das haben sie dann so ein bisschen abgewandelt. Aber es gibt so ein paar CDs, die werden auch hochgehandelt, wo dann halt nicht dieser Him-Schriftzug drauf ist, sondern das so als Her hammergut. Dann habt ihr so die Razorblade Romance, das zweite Album, das pinke, ne, so schön mit diesem Schriftzug. Hammergut. Abgefahren. Hast du so eine? The More You Know. Nee, leider nicht. Her? Okay, schade. Kannst mir zum Geburtstag schenken, weißt du, wann ich Geburtstag hab? Ja. Im Februar. Ja. Guck mal. Ey, krank, Jessie, du bist so ein Stalker, ey. Das kann ich. Nee, eigentlich habe ich... Unfollow. Oh, schön. Geil. Wunderschön das. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, du schreibst gleich eine Frage auf. Ich schreibe eine du Frage Du schreibst auf. Eine Frage auf, die kommt da gleich in den Pott rein. Und der nächste Gast oder einer der nächsten Gäste wird eine Frage daraus ziehen und die dann beantworten. Aber ich habe das heute gar nicht gemacht. Das stimmt. Du bist eine der ersten Episoden, wir haben noch wenig Fragen. Ja, so, wir okay. Wir müssen erstmal sammeln. Ja. Okay, geil. Ja. Aber dann überlege ich mir gleich was Gutes. Geil. Ja, Wahnsinn. Also ein sehr, sehr schöner Freitagmorgen tatsächlich, ne? Ja, wir sind ja alle selbstständig und dann kann man sowas mal um 10, 11 Uhr morgens halt anstarten. Ja, so, ne? Voll. Geil. Mhm. Genau. Mhm. In diesem Sinne. Es war richtig schön. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich bin dafür, dass wir noch mal eine kleine Musikfolge mit dir machen. Mhm. Ich will nämlich noch ein bisschen was über deinen Doom und Sludge, deine Vorlieben so ein bisschen erfahren. Da bin ich schon auch, ja. Da bist du schon auch, da ja. Bin ich schon auch, ja. Mhm. Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil ich will nicht so viel vorwegnehmen. Gut. Dann sind wir jetzt auch schon, ja. Und kriege ich eigentlich was geschenkt? Ja, na sicher. Fett. Ja, das verrate ich noch nicht. Okay. Und genau, checkt das alles aus, fragt uns alles, keine Ahnung, schickt uns ein paar Love Letters oder Hate Letters oder keine Ahnung. Auch gut. Wir freuen uns über alles und wir hören uns und sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.